So, jetzt kann's auch weitergehen mit einer Flasche Wasser bewaffnet. Am Freitag gibt es Blumen. Dankeschön. Oh! Lefley, du bist ein engerer Vertrauter als jeder andere geworden, mein wertvollster Verbündeter. Ich sage dir das, weil ich mich in den kommenden Tagen auf dich verlassen muss. Ich weiß, dass du mich nicht im Stich lassen wirst. Deshalb bist du einer der wenigen, die meines Vertrauens würdig sind. Ich habe meine Männer beauftragt, dieses Geschenk für dich zu besorgen. Nimm es als Geschenk an und sei darauf vorbereitet, es zu nutzen, wenn der Moment gekommen ist. Elixier des Kampfes. Rechtsklick, um einen Kampffertigkeitspunkt zu erhalten. Oh, wow, das ist ziemlich krass. Rein damit. Ja, übliche Runde natürlich. Erstmal die Leute hier bespaßen, Wesley beschenken vor allen Dingen, weil wir gestern nicht zu ihm gekommen sind. Die neue Spitzhacke haben wir im Gepäck. Mana-Quest. Mana-Quest, Pflaume mürrisch. Nehmen wir. Was ist mit Lucius? Stand der schon da unten und ich bin. Ja. Ah, der Mond. Ich weiß, er ist so weit weg im Everbeyond, aber manchmal fühlt er sich so nah an. Ist das poetisch oder einfach nur wahnhaft? Auch Poesie und Wahn sind oft ziemlich nah beieinander. Was ist so toll am Mond? Wenn du so viel Zeit wie ich mit dem Mond verbracht hast, dann denke ich, färbt das ein bisschen auf dich ab. Vielleicht denke ich vom Mond etwas Ähnliches wie du vom Sonnendrachen oder wie andere Elfen in Nelvari über Nivara. Ist der Mond für dich wichtiger als Nivara? Ist der Mond ist dir wichtig. Ist er wichtiger als Nivara? Oh, nee, auf keinen Fall. Vielleicht war mein Beispiel nicht so gut. Es gibt nicht viel in meinem Leben, auf das ich mich verlassen kann, aber ich konnte mich immer auf den Mond verlassen. Der geht nirgendwo anders hin und immer wenn ich nach oben gucke, ist er da. Du lebst im Tempel des Mondes, richtig? Das ist richtig. Vielleicht hast du mich ja da schon mal irgendwie gesehen. Es ist ein, was ist ein Communal? Ist, glaube ich, öffentlicher Tempel oder sowas? Es ist ein Tempel für die Diener, Anbeter, wie auch immer, wo wir leben und wo wir uns für unsere Arbeit fertig machen. Andere benutzen den Tempel, um den Mond zu ehren. Er unterscheidet sich sehr von der anderen Architektur in Nelvari. Deshalb frage ich mich, was ein Außenstehender wie du darüber denken würde. Deine Perspektive, meine ich. Es ist ein sehr schöner Tempel. Er ist irgendwie hässlich. Nein, der ist natürlich wunderschön. Oh, du stimmst mir zu. Nur wenige würden das zugeben, aber viele in Nelvari mögen die Architektur unseres Tempels nicht. Es ist nicht baumhaft genug für sie, nehme ich an. Aber der Tempel wurde aus einer Notwendigkeit erbaut und die Bauer mussten nehmen, was sie kriegen konnten. Also in dem Fall Stein und Eisen. Es ist gut, dass man, es ist gut, ihre Arbeit zu wertschätzen. Wir wissen immer noch nicht, was wir ihm schenken können. Wir sind noch immer nicht bei 5 Punkten. Das zieht sich so lange hin, wenn man keine Geschenke zu verteilen hat. Wir können zu ihnen allen noch nicht rein. Aber Iris ist glücklicherweise draußen. Du hast eine kleine Beere gezüchtet und gibst uns 10 davon ab. Dafür kriegst du natürlich ein Bitterbier. So, dann nehmen wir die Pflaumen mit. Da oben raus war es, glaube ich. Ich hoffe, er steht schon da. Ja, hier sind wir richtig. Ach, da steht er. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn da links erwartet. Zuckerpflaumen, kein Problem. Gib mir Mana. Und 5 Gemeinschaftsmünzen.
So, dann haben wir noch Vaughn und Wesley. Vaughn ist schon draußen, sehr gut. Und ich bleibe hier überall hängen. Warum ist das hier so voller Wald? Hier muss man doch mal mit der Axt durchgehen. Das geht doch nicht. In letzter Zeit fühle ich mich, als würde ich in der Luft schweben. Auch wenn ich es nicht tue. Geschenk eben Erbsen. Jo, war mir ein Vergnügen. Den haben wir auch bald soweit. Wesley kommt raus. Ich muss dich etwas fragen. Was möchtest du? Deine Stadt Sunhaven. Was magst du an ihr? Etwas, das wir in Nelvari nicht haben, meine ich. Der Strand ist wunderbar. Es gibt eine tolle Bäckerei. Beides? Eine Bäckerei. Die Nelvarians backen traditionell in ihren eigenen Häusern. Eine engagierte Person, die Backwaren für die ganze Stadt herstellt? Ja, ich kann den Wert darin erkennen. Aber wie würden wir diejenigen nennen, die all und diejenige nennen, die all unsere Backwaren macht? Oh, aha. Wir nennen ihn einen Baker. Ein neues Wort, das ich selbst erfunden habe. Aha, natürlich. Ich möchte dich etwas fragen. Ist das so? Wie lautet es? Wer ist deine Lieblingsperson in Nelvari? Abgesehen von dir und Gorbin, meine ich. Also, unser Charakter versteht schon, dass er sich selbst wählen würde, ja? Was machst du am liebsten in Nelvari? Was machst du am liebsten? Wahrscheinlich arbeiten. Wenn ich sagen müsste, dass ich neben meiner Arbeit noch Honigbier in der Taverne genieße, Slate, der Wirt der Taverne, hört sich sogar meine Geschichten und Probleme an, obwohl ich halb vermute, dass er das nur tut, weil ich seine Taverne fördere. Ich frage mich, was wir tun können, damit Nelvari in Zukunft wächst. Deshalb habe ich eine Frage an dich. Die du mir aber nicht stellst, weil das Gespräch an der Stelle abbricht. Sehr gut, hier ist dein Honigbier. Für 3 Gemeinschaftsmünzen und ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss ja, weil ich will ja alle heiraten. Willst du, Wesley? Ja, natürlich. Was für ein lächerlicher Vorschlag. Ich betrachte dich als Freund, aber ich kenne dich kaum gut genug für sowas. Du musst 10 Herzen, alles klar. Geht eh noch nicht, aber den haben wir auch bald soweit. Dann sind wir hier alle durch. Haben die Quest noch abgegeben? Ja. Dann, ich würde, glaube ich, gerne mal wieder angeln gehen. Viel Platz haben wir nicht. Wir legen mal gerade die Geschenke ab und gehen ein bisschen einfach angeln. Hier nicht den ganzen Tag. Ich würde so sagen bis 15, 16 Uhr. Dann haben wir auch noch genug Zeit, um, nein, nicht Briefkasten, um unsere Runde in Sunhaven zu drehen. Aber vielleicht bekommen wir ja noch den ein oder anderen Fisch fürs Museum. Und wir können zwischendurch ein paar Viecher töten, in der Hoffnung, ein Schwert zu bekommen, was nicht droppen wird. Natürlich nicht. Ja, haben wir ja gerade erst 2-mal das Sunhaven-Schwert gedroppt bekommen. Kann nicht sein, dass die anderen Schwerter auch so oft droppen. Hier ist mal wieder nichts nachgespawnt, sehr gut. Nehmen wir die Angel. Und hier nehmen wir direkt die Blubberblase rein. Weil mit Sicherheit mein Fisch dabei sein wird, der sich nicht so einfach fangen lässt. Aber bis dahin, in der Hoffnung auf Artefakte, nehmen wir die Angel. Ach, das war's direkt. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass der erste Biss direkt runterzieht. Du hast einen Flammenfisch gefangen. Hatten wir den schon? Ich bin mir unsicher. Oder haben wir etwa direkt was Neues bekommen? Du hast einen Algenaal gefangen. Den brauchen wir tatsächlich noch. Den brauchen wir tatsächlich auch noch. Wow! Mit so frühem Erfolg habe ich eigentlich nicht gerechnet. Der hat sich langsam genug bewegt. Das ging. Den haben wir allerdings schon. Ich glaube, es haben noch 5 Fische gefehlt oder sowas, ne? Also nicht so viele eigentlich.
Du hast eine Drachenkopfschmerle gefangen. Leider nicht neu. Na gut. Nee, kann ja nicht alles neu sein. Ich meine, zwei Fische mal eben so ist schon eine ziemlich gute Ausbeute. Das sieht nach Papageienfisch aus. Das ist ein Papageienfisch. Wir müssten wohl noch mal in die Mine. Wir bräuchten ein paar Nelvari-Schlüssel. Na, da wollte ich zu viel zu schnell. Lieber ein bisschen warten, aber dafür sicher einholen. Sogar perfekt. Du hast einen Pilzfisch gefangen. Wow, das perfekt. Das ist perfekt. Du hast ein Axolotl gefangen. Ja, natürlich habe ich das. Hatten wir das Viech schon? Bin mir unsicher. Wir gucken gleich nach. Und ein Wupffisch. Bellt eigentlich nicht. Aber bei dem Krempel haben wir alles schon. Das ist schade. Aber gerade sehe ich auch keine Fische. Da ist ein Fisch. Gerade sagen, gerade sehe ich keine Fische. Was ich aber vor allen Dingen nicht sehe, ist Artefakte. Warum keine Artefakte? Nervöser Finger. Du hast einen königlichen Koi gefangen. Den hatten wir schon. Den brauchen wir nicht nochmal. Ach du Heilige, bewegt sich das langsam. Ja, das Perfekt ist mir jetzt auch fast egal. Komm einfach her. Oh, eine Blattseezunge. Ich glaube, die hatten wir auch noch nicht. Oha, es kann hier nur perfekt werden. Du hast einen Pferdefisch gefangen. Doch, haben wir alles schon. Oder müssen wir nicht abgeben? Das kann natürlich auch sein. Na komm, ein Artefaktchen. Hm? Du bist es nicht. Königlicher Koi. Und ein paar Münzen. Nee, da hinten kommen wir so überhaupt nicht dran. Das wird halt mit der Blase wieder viel schneller gehen, wie üblich. Ja, die gibt halt keine Artefakte. Oder zumindest nach bisheriger Beobachtung gibt die keine Artefakte. Den haben wir schon. 13:30. Ja, wir machen langsam Schluss. Noch ein Wurffisch. Na gut, dann schubsen wir noch eine Blase darüber und dann gehen wir raus. Warten eben, dass das Zeug reinkommt. Na, ein Rotkopf-Papageienfisch. Dankeschön. So. Suchen hier kurz nach Schwertern. Wird natürlich keine geben, aber noch eine Elite-Schlange. Naja. Man muss es halt ausprobieren, wenn man schon mal da ist, ne? Okay, nie wieder, lass uns in Ruhe. Ach ja, mit Gorbin müssen wir auch noch reden. Das schiebe ich so die ganze Zeit irgendwie vor mir her. Dann nehmen wir den doch noch mit. Kennen wir schon. Na komm rein. So. Machen eben die Tasche leer. Same. Okay, haben nichts abzugeben, aber haben Dinge zu verkaufen. So, das kann von mir aus auch weg. Ich glaube, die haben wir in Sunhaven tatsächlich gesammelt. Gehen wir darüber.
Oh, wir haben Dinge fertig. Sehr gut. Und die blauen Rosen müssten auch inzwischen fertig sein. Ah ja, da liegt gerade nicht das drauf. Was ein bisschen ungünstig ist, weil die Bäume noch hätten wachsen können. Naja. Rosen. Rosen müssten in der Wintertardis sein. Das sieht relativ fertig aus, ja. Kriegen wir hin, ohne die Zuckerstangen abzuernten? Dann würden die ja noch kaputter werden, als sie wahrscheinlich sowieso schon sind. Raus hier! Und wir basteln Rosensträuße. Es hängt am Mana. Ich wollte gerade sagen, das kann doch eigentlich nur am Mana hängen. Wo ist unser... Ach, nehmen wir da Dusty. Die können wir eigentlich verkaufen, die Trauben. So, das reicht erstmal. Haben wir das. Okay. Machen wir hier ein Same. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Honig kann man machen, wenn es dunkel ist. Das muss gar nicht unbedingt jetzt gerade sein. Wir holen uns einmal neue Tomaten. Und müssen dann alle abklappern. Die und wir hätten die Geschenke vielleicht auch mitnehmen sollen. Das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Holen wir erst Tomaten und klappern dann nochmal alle ab. Claude können wir uns sparen, für den haben wir nichts. Catherine hat Saft für uns, das ist gut. Das können wir dann nämlich direkt wieder zurückgeben. Dann haben wir wenigstens schon mal eine. Und nebenbei können wir unser Mana auffüllen. So, alles, her damit. Warum reite ich nicht? Weiß wieder keiner. So, dann haben wir Lynn. Wenn die uns schon so vor die Füße läuft. Butterbier. So, dann haben wir als nächstes... June ist da oben. Und Liam ist gerade hier um die Ecke oder im Laden? Im Laden wahrscheinlich. Dann haben wir Liam mit Kaffee. Dankeschön für die Gemeinschaftsmünzen. Dann haben wir June in der Bibliothek. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Kriegt seinen Lotus. So. Ist das weg? Oh, wir können die Brille eben abgeben. Gab das auch Gemeinschaftspunkte? War das so? Das wäre ganz praktisch. Nein, gibt es nicht. Dann nehmen wir Angeln. Dafür, dass wir die nicht daten können, haben wir verdammt viele Herzen bei ihr. Lynn hatten wir. Vivi und Lucia. Vivi? Nimm... Diese Eicheln? Fragezeichen. Diese Eicheln? Ausrufezeichen. Gemeinschaftsmünzen. So, dann haben wir Lucia. Wir sollten eben ins Museum gehen, bevor das zumacht. Alle anderen touren draußen rum, das ist nicht so dramatisch, aber das Museum sollten wir vorher hinkriegen. Schenken. So, haben wir Lucia abgefrühstückt. Ich meine, wir bekommen irgendwas zwischen 40 und 50 Gemeinschaftsmünzen pro Tag. Das wird jetzt relativ schnell sich erledigt haben, glaube ich. Das machen wir noch ein paar Tage. In Withergate müssen wir sowieso alle drei komplett durchleveln. Das wird noch eine Ewigkeit brauchen. Aber dann haben wir vielleicht auch wieder Zeit für anderes, wie zum Beispiel Monster töten. Kampfbündel. Peppinch ist klar. Skorika ist klar.
Hutgrabe ist klar. Affe ist auch im Grunde klar. Und die Schwerter. Okay, die Schlangen und so weiter, die droppen gar nichts selber. Ach, das ist eine Regenbogenbanane. Ich dachte, das... Okay, jetzt habe ich ja verstanden, was das sein soll. Okay, die Schwerter machen mir Sorgen. Aber das kriegen wir hin. So, die Tränke, da können wir nichts tun gerade. Da wollten wir nochmal gucken, was ist das Bündel? Das sind die Bücher, alles klar. Dann hüpfen wir nochmal hier rein und schauen, wie viel wir jetzt bei Nevari tatsächlich noch brauchen. Noch 3. Oh, der ist für deines. Also noch 4 tatsächlich. Seifenblasen, Kaiser, Himmelsrochen und Kristalltetra. Braucht man auch für deines. Aber gut. Okay. Und hier so richtig Infos gibt's nicht, ne? Uralter magischer Stab. Dieser Stab, der seit unbekannten Zeiten verschollen ist, strahlt noch immer die schwache Signatur magischer Energie aus. Magischer Stab, das klingt halt so nach Nelvari, ne? Bronzedrache ist... Ja, könnte überall sein. Alter Schwertgriff könnte überall sein, aber es ist das Symbol von Sunhaven drauf. Also die Sonne ist halt drauf. Elios. Symbol quasi. Und Tentakelmonster klingt halt sehr nach Withergate. Ja, ich hoffe, wir finden so ein bisschen Gedöns da noch. Anne? Falsche Richtung. Wie viele Rosen haben wir noch? Ja, wir kommen nicht rein, ne? Um die Zeit. Klopfen. Da geht das, bei Wesley nicht. Na gut. Ich will dir ja auch nur einen Diamanten geben. Haben wir auch nicht mehr viele von. Kein Problem. Claude können wir gerade nichts geben. Wir haben keinen Tomatensaft mehr, wie wir hatten. Wir. Mignon ist wichtig, aber dann müsste sie auch voll sein, glaube ich. Kitty, wenn du schon mal gerade da bist. Oma. Und... Njau ist gerade... Njaut sich gerade nach oben. Wie es aussieht. Ja, ist zu Hause. Hoch da. Ja, warte, bevor du reingehst und wir nicht hinterher können, gib mir doch mal gerade Gemeinschaftsmarken und nimm diese Blume dafür. So, damit ist sie voll. Sehr gut. Okay, kein Hochzeitsdialog. Ja, die Dialoge sind ja auch quasi nicht mehr nachgekommen. Also die sind hoffentlich einfach geblieben und wir können ihr jetzt wieder einen Ring an den Kopf werfen. Wir werden es ausprobieren. Wenn wir schon mal da sind, ne? Wo wir schon mal da sind. So. Wen haben wir noch? Claude Nathaniel. Müssen mal gucken, wie viele Magen wir tatsächlich haben. Es müssen jetzt so um die 1100 sein oder sowas. Sind auf einem guten Weg. Wir kriegen das hin. Nathaniel kriegt sein Butterbier. Wenn ich es dann finde, ich habe es gefunden. Dann fehlt noch June. Hatten wir June? June hatten wir. Liam hatten wir, glaube ich, auch. Dann fehlt nur noch Warnhardt, glaube ich. Ist gerade auf dem Weg zur Taverne oder kommt von da zurück, eins von beidem. Kommt von da zurück. Ja, na dann. Hauen sie rein. 33 Münzen. Passt das? Waren das hier 11? Bin mir unsicher. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt zum Strand. Und ich rate mal, wo der Kerl hin verschwunden ist. Eine Höhle, in die wir bisher nicht rein konnten. Am Meer.
Es sieht so aus, als wäre jemand in die alte Höhle am Meer eingedrungen. Nach den Schlitterspuren im Sand zu urteilen, kannst du dir ziemlich gut vorstellen, wer es war. Ich habe richtig geraten. Ich sollte dir als nächstes das Rathaus zeigen. Ich habe mich verirrt. Also tue ich, was Naga wie du und ich tun. Ich bin kein Naga. Komm schon, Leichtgewicht. Ich schlage mein Lager auf. Du hast gut geraten. Kai, hallo, ich bin verloren. Kai, ist da jemand drin? Hallo, also tue ich, was Naga tun. Das macht keinen Sinn. Ich hab ihn, keine Sorge. Kai lebt in einer Höhle unten am Meer. Geht es dir gut, Kai? Ich schlage ein Lager auf. Du siehst aufgewühlt aus. Erinnerst du dich an etwas? Vielleicht nicht gerade jetzt, aber es wird reichen. Ich habe weiter draußen auf dem Meer ein Wrack entdeckt. Als ich es untersuchte, erinnerte ich mich an etwas. Du solltest dich etwas ausruhen, aber ich habe dir nicht mal den großen sprechenden Drachen gezeigt. Ich hoffe, es geht dir bald besser, Kai. Ich war auf einem Schiff auf dem Meer. Was? Bist du sicher, Kai? Bist du dir sicher, Kai? Meinst du das ernst? Ich unterstütze deine Entscheidung, Kai. Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung, Kai. Musst du ja am Ende jedes Satzes Kai sagen? Das ist eine Menge zu verdauen. Ja, lass uns darüber schlafen. Ich werde sehr viel Schlaf brauchen. Du kannst mich LeFlay nennen. Freut mich, dich kennenzulernen, Kai. Mein Name ist LeFlay. Viel Spaß in deiner Höhle, denke ich. LeFlay, oder ich, das werde ich mir merken. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich habe gelernt, dass es hilfreich ist, sich mit den Einheimischen gut zu stellen, egal wo ich lande. Ich betrachte dich als meinen ersten Freund in den vier Regionen. Der letzte Teil könnte vielleicht zusammengepasst haben. Jetzt können wir da nicht mehr rein. Ja gut, dann können wir die Zeit ja nutzen und Dinge töten. Nicht, dass in der einen Stunde hier noch was fallen würde. Zumindest glaube ich nicht dran. Dessen Trinket hatten wir aber schon, oder? Nee, dieses Skorika-Ding hat doch noch gefehlt in der Museumsbox. Das ist jetzt aber merkwürdig. Naja, egal. Wir kriegen das Zeug schon zusammen. Einfach ab und an die Viecher abfarmen. Dann wird das schon. Vor allen Dingen Affen müssten wir mal wieder verprügeln gehen, wie es aussieht. Für bunte Bananen. Ja, komm, wir gehen zurück, bevor wir da jetzt was riskieren. Oh, wir haben das eine Feld noch gar nicht gemacht. Schaffen wir das noch? Müssten wir eigentlich, wenn wir uns beeilen, vielleicht? Noch hinkriegen. Ja, wenn die keine Trinkets fallen lassen, dann ist mir der Sand auch egal. Der Honig ist komplett fertig. Das ist ungünstig. Oh, wir haben immer vergessen, hier zu gießen. Das stimmt. Müssen wir morgen den Honig einsammeln. Und Tomaten hier rein. So. Sehr gut. Dann machen wir hier noch ein Same. Dann ist da ein bisschen was raus. Shang haben wir nicht beschenkt. Shang beschenkt. Ach, die können wir eigentlich dabei behalten. Müssen ja morgen sowieso wieder los und Leute beschenken. Dann gehen wir jetzt einfach schlafen. Möchtest du schlafen? Ja, bitte. Du schläfst die ganze Nacht durch. Für 2100 Erfahrungspunkte, wenn wir schon 2000 alleine aus dem Kampf bekommen haben, natürlich. 4800 Gold. Und 114 Mana-Kugeln, hauptsächlich durch die Fische. Ja, so viele Mana-Kugeln sind das gar nicht. Und ein Ticket.